Auch ein Angebot zu erstellen ist keine große Kunst, geht ähnlich wie eben die gezeigte Rechnung. Hier gibt es also auch wieder einen Button zum Erstellen eines Angebots in dem Fall. Und hier erfasst man dann die Kundenangaben, die entsprechende Nummerierung, Kundennummer wird automatisch vergeben. Hier ein Feld noch, wie lang dieses Angebot gültig ist in Tagen. Und der Rest ist schon identisch. Na, da kommt man dann hier im Kopfbereich, Einleitungstext. Hier sucht man sich dann wieder aus, was man für eine Dienstleistung oder ein Produkt anbieten möchte. Kann das dann dementsprechend beschreiben und zusammengerechnet wird es, dann werden die entsprechenden Zahlungsbedingungen hier eingestellt. Auch das kann man hier drin nochmal ändern. Belegoption brauchen wir nicht, ja oder nein. Und das war's schon. Darauf achten. Jetzt kann man als neue Position hier auch eine optionale Position einsetzen. Das geht bei der Rechnung genauso. Die wird dann also nicht mit der vorhandenen Position aufaddiert, sondern der Rechnungsendbetrag bleibt unverändert. Der Kunde sieht also nur, was er außerdem für Möglichkeiten hätte. Er kann das oder er kann natürlich beides nutzen. Ich mache das hier einfach mal, eine optionale. Wird dann eben mit Dienstleistung A, die ist dann plötzlich etwas teurer oder billiger und schon ist das optional angelegt und man sieht aber, es ist nach wie vor nur der hier oben in Rechnung gestellte oder der angebotene, die angebotene Dienstleistung mit 50 € netto hier verrechnet worden. Darüber hinaus kann man auch einen sogenannten Freitext hier einfügen. Das sind dann also keine Produkte oder Dienstleistungen, sondern zusätzlicher erklärender, erläuternder Text, um ja bestimmte Sachverhalte nochmal darzustellen oder bestimmte Informationen an den Kunden weiterzugeben. Auch hier wieder zwischenspeichern. Was? Ich habe noch keinen Kunden gewählt. Okay, dann kann ich das hier machen. Schon erledigt. Zwischenspeichern und dann kann ich das Ganze in der Vorschau mir angucken. Kann das wiederum per E-Mail versenden oder ausdrucken und dann per Post versenden, wie ich das mag. In jedem Fall wird es abgeschlossen und abgespeichert. Ich gehe jetzt mal auf Speichern. Und dann finde ich auch diesen Beleg wieder in der Übersicht der Belege. Hier muss ich etwas sortieren, dass ich es übersichtlicher angezeigt bekomme. Hier kann man also die Ausgangsbelege oder die ja, die überfälligen, die Entwürfe. Hier kann man dann auf Angebot klicken. Und ja, der Kunde kann das natürlich dann online annehmen. Ich habe das eben im Video schon erklärt, dass dort ein Kundencenter vorhanden ist und der Kunde kann online in seinem Browser dieses Angebot annehmen. Ich bekomme dann sofort eine Mail hier in mein System oder eine Info, dass aus dem Angebot dann eine Rechnung gemacht wird. Und ja, wenn dann geleistet oder geliefert wurde, kann dementsprechend daraus direkt die Rechnung versendet werden und dann warten wir nur noch auf den Zahlungseingang. Das habe ich eben ja in dem Video zum Rechnungsschreiben schon mal präsentiert. In dem Fall ist das jetzt abgeschlossen. Etwas kürzer das Video, gucken Sie sich das mal an, versuchen Sie das nachzuvollziehen und bis zum nächsten Video.